Ich lese Bücher, wofür ich Interesse habe, und ich schleife ab alle Seiten. Du siehst ja schon hier die Sporen von Bilder oder Text oder von Schleifpapier. Wenn ich das abschleife, dann kriege ich natürlich den Staub. Das sammle ich auch extra. Den Staub mische ich mit dem Gips. Das gieße ich in diesen Silikonform. Dann kriege ich A bis Z die Buchstaben. Das ist der Stempel. Und danach, also ich schreibe mein Tagebuch und raus wähle ich ein Wort aus. Und mit dem Wort kann ich quasi den Tag repräsentieren. Und ein Wort bezeichnet die Zeiteinheit für einen Tag. Und ich habe selber die Farbe gemischt. Das ist auch mit Staub. Und das war eigentlich durchsichtig, aber wegen Staub sieht das ganz grau aus. Und mit beiden drucke ich richtig auf dem Papier. Ganz am Anfang habe ich wirklich ganz wenig gemischt. Sehr wenig Staub. Deswegen erste Wort war wie nur eine Prägung. Aber jetzt, wenn eine Dose alle ist, dann mische ich mehr Staub, dann wird langsam dunkler. Ein Wort ist ein Tag, ein Karton ist ein Monat, ein Glaskasten mit Staub bezeichnet ein Jahr. Seit 7 Jahren mache ich den gleichen Prozess und das werde ich mein Lebenslang machen, bis zum Tod.